Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Voxel Tycoon. Ja, eigentlich kommt ja jetzt Sky Heaven, aber unser Spielstand ist im Arsch. Die letzte Folge war der letzte Punkt, wo ich gescheit damit spielen konnte. Ich konnte nichts mehr andrücken, ohne dass mir das Spiel abgeschmiert ist. Und daher musste ich leider beschließen, dass wir dieses Projekt erstmal in eine Schublade schieben, bis das Spiel ein bisschen stabiler ist, weil mich würde es trotzdem interessieren, wie es weitergeht. Dieses Projekt ist jetzt aber auch ein Medium-Projekt. Ich weiß nicht, wie gut ich alles mit zurechtkomme. Wir werden aber auch das Spiel für euch jetzt mal auf Deutsch stellen, weil ich habe es auf Englisch automatisch immer. Das wird bei mir sogar lustiger, auto-detected. Ich weiß gar nicht, warum bei mir immer das ist. Yes. Lassen wir das Spiel mal laden. So, jetzt ist es auf Deutsch. Wie gesagt, das Projekt ist auch so eher so... schauen wir mal, wie lange es hält. Ich suche aktuell noch, oder ich mache gerade ein paar Sachen noch fertig, die ich dann als Hauptprojekt laufen lassen würde. Auch wieder ein Minecraft-Projekt. Ja, das ist auch wieder am Gestalten, das sogar offen dann ist. Bedeutet, da können Leute mitmachen auf einem offenen Server, wo jeder drauf zugreifen könnte. Ist aber mit Bewerbung verbunden am Ende. Da muss man aber auch erst alles wieder hinbiegen und hinkriegen. Ne, ihr wisst, was ich meine. Aber links hinten statt den Kopf im Nacken. Firmenfarbe. Kann ich mir die aussuchen, bitte? Wir nehmen mal so ein schönes hell, dunkles Blau, genau. Euro, Deutsch, Tutorial aus, ist doch wurscht. Wir nehmen hier mal den Seed Raxamus. Schauen wir mal, was da für eine Karte rauskommt. Raxamus GmbH hört sich cool an. Schwierigkeit machen wir normal. Welt ist sehr groß, das hört sich immer super an. Grundspiel, weißt du was, ich hätte gerne... Ich hätte so gerne und so. Starten. Wir machen es uns das auch hier nicht einfach. Wer sind wir denn? Aber ja, schauen wir mal, was hier passiert. Ich habe ehrlich gesagt nur Zugschienen wirklich bis jetzt gebaut in dem Spiel. Nicht mehr. Ich habe nur ein bisschen mal reingeschnuppert. Das ist ja relativ neu noch. Aber es macht, also ich finde den Style relativ cool und was du alles am Ende machen kannst. Wie es genau am Ende funktioniert, habe ich noch absolut keinen Plan. Das müssen wir heute gemeinsam herausfinden, um zu gucken, wie gut das uns zusammen taugt. Wer weiß, vielleicht wird es auch doch ein längeres Projekt. Oder es wird halt das Mond in Zukunft das Montagsprojekt. Wer weiß, das Montagsprojekt hätte ich irgendwann mal auch wieder geplant. Ein Projekt, was halt dann vielleicht eine halbe Stunde lang ist, das Video, aber halt dafür nur montags kommt. Wie ich das genau in Zukunft handle oder ob ich doch es so mache, dass ich da halt ein geschnittenes Video rein tue in Zukunft. Das sind einige Überlegungen aktuell, von denen ihr noch gar nichts wisst. Noch absolut gar nichts. Aber sie laufen im Hintergrund. Das hier arbeitet. Und das Spiel muss auch mal laden. Ich sehe dann ratterndes Ding gerade. Ja. Hey, es hat geladen. Cool. Neumünster. Das kenne ich. So, okay. Willkommen in Neumünster. Das ist ein guter Ort, um Geschäfte zu machen. Na, Rohstoffvorkommen, um den Abbau zu beginnen. Fahrzeuge kaufen, um den Bedarf der Stadt zu decken. Wenn du bereit bist, stelle komplexere Produkte her, erforsche neue Technologien, erweitere die Raxamus GmbH auf neue Gebiete. Viel Glück! Gebiet 9 Millionen Quadratmeter. Ressourcen, Holz, Kohle und Eisenerz. Ah, und Biom Laubwald. Oh. Schauen wir uns mal die Karte an. Es ist ein Voxel-Spiel, bedeutet, du hast im Grunde Minecraft-Stil. Finde ich mega geil. Keine Ahnung, ich mag den Stil. Das hat so ein bisschen was. Da haben wir rein theoretisch ein Holzvorkommen. Wir haben aber hier in Neumünster nur Eisenerzanfragen. Und das ist ein anderes Gebiet, da können wir nichts machen. Okay, schauen wir mal. Haben wir hier... Haben wir eine Minimap rein theoretisch? Nee, haben wir nicht. Alter, wie groß ist das Gebiet? Da hätten wir eine Holzanfrage. Lass mich aber... Das ist auch ein anderes Gebiet, genau. Okay. Bedeutet, um Holz zu liefern, müsste ich über die halbe Erde fahren. Hier könnte ich Kohle per LKW machen. Fangen wir doch damit an. Ich habe jetzt immer nur Holz probiert. Lasst uns doch mal mit Kohle anfangen, weil da können wir rein theoretisch hier direkt andocken. Industry. Wir machen mal. Ist Pause? Pausiert, gut. Ressourcengewinn. Kohlemine. Ich würde das mal hier hin platzieren. Und dann brauchen wir wahrscheinlich ein Terminal. Wie war das? Terminals, ne? Güterbahnhof. Wo doppelte Bushalte Wegpunkt. Da kommen wir dann circa überall hin. Und der Güterbahnhof, den schicken wir dann hier hin. So. Entschuldigung. Und dann werden wir hier eine Straße langziehen. Oh, lol. Nee.
Was ist denn das jetzt? Ah, nochmal neu designen, okay. So, haben wir hier die Straße verbunden. Was wir natürlich auch noch brauchen, ist, wo ist das denn? Eine Garage. Eine Garage. Und die schließen wir gleich mal hier an einfach. So, bedeutet, hier müssen wir Kohle hinliefern. Da haben wir jetzt ein cooles Bauwerk und hin und her. Bedeutet, wir tun jetzt in der Garage, kaufen wir. Sehe ich da eigentlich was, die Läden? Oder muss ich da einfach auf gut Glück immer kaufen? Ah ne, hier oben steht es. Okay, gut zu wissen. Das ist eine Person und das ist auch Personen. Nehmen wir zwei von denen. Die können dann 10 liefern. Kann ich jetzt eine Linie sozusagen erzeugen, wo ich die drauf schicke? Das Terrain anpassen. Dekoration. Ein Tank. Nee, das war jetzt unbedingt nicht der Plan. Forschung. Bau ein Labor. Okay. Signale. Aber ich kann doch sicher. Ah, schau her, guck mal, ich kann jetzt hier sicher irgendwo. Hier kann man Route zuweisen. Route zuweisen. Hä? Ich will eine Route erzeugen. Wie kann ich das machen? Okay, wait. Ich nehme mal ein LKW. Hier. Ah, individuelle Route. Bearbeiten. Ah, guck mal. Hier kann ich dann sozusagen die individuelle... Oh, okay, warte mal. Halt, okay. Hier sollst du laden. Halt hinzufügen. Hier entladen. Und die würde ich gerne speichern als... Erste Kohle-Route. Und dann gehe ich auf OK. Dann ist die jetzt bei der ersten Kohle-Route. Wenn ich jetzt hier hingehe... Nee, warte mal. Alter, mich erschreckt das. Ja, okay, ich will jetzt hier. Und dann will ich hier auf erst. Jawohl, das geht, geil. Und dann schicke ich alle los. Mir ist gut. Yes, sie fahren los, jawohl. Und rein theoretisch müssten wir da hinten jetzt Kohle machen. Genau. Und ich glaube sogar relativ flott. 3, 4. Ah, ich glaube, die zwei LKWs machen, packen das. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Laden. Okay, lol. Mhm. Und wir kriegen jeweils 1000. Und die Zahlen, die da unten sind, ins Depot. Okay, wir könnten aber rein theoretisch noch zwei weitere LKWs auf die Linie losschicken, wie es aktuell ausschaut. Und dann konnte ich gleich jetzt hier hingehen, die im Depot auswählen, Route zuweisen, erste Kohleroute. Und dann aus Depot zum Depot, nee, er will aus Depot schicken. Das muss ich dann wieder hier machen, okay. Jetzt pumpen die sozusagen das Ding leer. Und machen damit Kohle. Hier steht aber auch, dass Personen, genau, die Nachfrage, zeigt die geschäftlichen Monate verbrauchen wir dafür. Verbraucht jeden Artikel 4 Artikel aus dem Lager, um richtig zu funktionieren. Okay, ja. Hier, Level benötigte Bevölkerung. Bedeutet, wir müssen auch die Bevölkerung miteinander verbinden. Anderes Gebiet. Aber wir hatten hier drüben eine Stadt. Und hier eine Stadt. Was ist, wenn wir hier einen Bahnhof hinbauen? Let's try this. Dafür muss ich unter Schienen. Stationen. Und ich hätte gerne einen Passagierbahnhof. Dafür hätte ich gerne eine Straße erstmal hier. Na fuck, weil ich die zu... Oh Mann! Aber wenn ich so mache, kann ich doch bestimmt... So, ja, perfekt. Gut, dann kann ich hier auf Gleis gehen.
kann hier den Passagierbahnhof mal hinsetzen. Gut, dann haben wir hier einen. Und dann hätte ich hier unten natürlich auch noch einen. Nicht, aber jetzt kann ich nicht die Gebäude abreißen. Geht das? Kostet, okay. Ja, will ich. So, dann tue ich hier mal den Passagierbahnhof hinsetzen. Ah, nee, warte mal, das ist jetzt nicht Schiene. Schiene! Da hier eine relativ gute Abdeckung. Und dann ziehen wir ein Gleis. So. Ich muss gerade gucken, wie wir am besten... Oh Gott. Am besten fahren wir da außen rum gerade mal. Ist halt im Grunde Train Fever in nett gemacht. Also, das sollte ich jetzt nicht falsch anhören, aber es ist halt irgendwie so ein knuffiges Spiel eher. Ich will es aber hier... Wie kann ich jetzt zum Beispiel Schienen und Straßen kreuzen? Wie geht das? Warum ist hier eine Seitenstraße? Kann ich nicht? Ist es vielleicht sogar schlauer, wenn ich... So... Hört mal auf, ich bin da, will da gerade klicken. Dankeschön. Okay, jetzt sind sie natürlich ein bisschen verwirrt. So. Und jetzt sollten die das hinkriegen. Und jetzt können wir nämlich die Schienen fertig bauen. Man bräuchte noch so Schienenkreuzungen. Das wäre noch so perfekt dann. Okay, jetzt haben wir hier zum Beispiel auch unsere Schienen. Unsere Teile hier. Und jetzt hätte ich zum Beispiel hier gerne, dass ich... Genau, das will ich. Und dann hier natürlich noch das Zugdepot platzieren. Das schaut schon ein bisschen creepy auch dabei aus. Aber hey, es ist cool. Es hat was. Schauen wir mal, jetzt fahren dann sozusagen die Leute von A nach B. Schau, wie gut das funktioniert. Wir brauchen jetzt einen Zug. 400 kW, 60 km/h. Wie viel Geld haben wir denn? Oh, das wird eng. Kaufen für 100.000. Und der Zug muss doch noch konfiguriert werden, genau. Passagierwagen. Ich hätte gern ein paar Passagierwegen einfach dran. So. Änderung anwenden. Und jetzt hätte ich gern, dass wir für den einen Halt einbauen. So, hier mal Transfer. Das finde ich cool, dass du diese Schnellauswahl hast im Grunde. Du kannst sagen, okay, ich will hier einen Transfer, hier will ich einen Transfer machen und dann tut er genau einladen und entladen. Und dann sagen wir mal einfach, okay, der soll das jetzt fahren. Los geht's! Und jetzt fährt der Zug hier lang. Unser kleiner Voxelzug. Durch das Gebiet. Es ist echt, also man muss lassen. Schickes Spiel geworden. Haben sie was Schickes auf die Beine gestellt. Aber bis jetzt machst du 194 das Ganze. Da müssen mehr rein. Ich weiß noch nicht, auf was das jetzt hier ankommt. Ich habe es eher verstanden bei Train Fever 2. Da habe ich es besser verstanden. Anfrage gesunken. Ja, okay, aber ich habe kein Holz. Ach stimmt, wir haben hier auch Holz. Hier hätten wir Holz. Bedeutet, wir können eigentlich eine Doppellinie hier lang ziehen auch.
No, nicht Anfrage senken. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die was der jetzt bringt. Ich brauche positive Zahlen, Jungs. 6.000, das hört sich gut an. Fahrzeug ist unrentabel. Fahrzeug 1 hat in den letzten 30 Tagen kein Geld gebracht, was? Warum macht der keine Kohle? Also wir sehen, dass die anderen machen alle positiv Geld. Ah, der eine fährt immer voll. Oh Gott, ja dann. Würde ich sagen, kann man doch bestimmt hier auch irgendwie verkaufen. Hupen. Warum kann ich dem sagen, hup mal? Aktuellen Auftrag überspringen. Er ist aber auch nicht im Minus, oder? Wirklich. Aber wir sind halt am Limit aktuell. Das ist das Problem. Aber das Bevölkerungslimit sollte ja auch steigen bald mal, hoffe ich. Wenn würde ich dann hier noch eine zweite Schiene abziehen. Die nach hier unten fährt, die dann auch zu dem Holz kommt, damit das Holz hier nach oben kommt, rein theoretisch. Dann würde ich hier irgendwo noch einen Holzbahnhof hinziehen. Jetzt werden nicht immer mehr unrentable LKWs sein. Ja, wir werden den einen rausnehmen müssen. Wir müssen einen von denen jetzt einfach rausnehmen. Du hier. Ab ins Depot. Und im Depot muss ich dir leider was sagen. Du wirst verkauft. Es tut mir leid. Steigt die Stadt, wächst die Stadt auch irgendwann? Wirtschaft, 2 von 2, durchschnittlich. Passagiere, gut. Wachstum, auch gut. Ist das gewachsen hier? Ich weiß es nicht. Hier hat man hier ein bisschen... Ich bin immer so ein Fan davon, wenn ich ein bisschen die... Aber die sind zu weit. Das war genau mein Plan gerade, aber gut, dass ihr auch... Dann weiß ich wenigstens, dass sie bauen. So. Ach ja, die Straße haben sie auch weiter ausgebaut jetzt. Kann ich hier rein theoretisch die Straße irgendwie so anknabbern so ein bisschen? Nee, kann ich nicht. Kann ich, oder kann ich das moven? Geht das, dass man sagt, okay, ich will das Gebäude jetzt moven? Nee, ich kann nur kopieren hier. Aha, jetzt machen wir gerade Minus angeblich. So gar nicht wenig, wieso auch immer. Passagiere machen positive Einnahmen. Aber kann ich nicht irgendwie sagen, okay, ich will die... Ach, da siehst du die Logistik von denen jetzt. Was ich jetzt noch gern probieren würde, wäre Busstation. Wir haben ja in der Umgebung eigentlich eine gute Abdeckung. Aber so können wir jetzt auch sagen, rein theoretisch, hey, wir kaufen uns jetzt einen kleinen Bus. Müsste ja der sein, der kann 10 befördern, genau. Und dann kriegt der den Auftrag, Fahrplan. Du machst hier einen Transfer. Machst hier einen Transfer. Du machst hier einen Transfer. Okay, und let's go. Genau, dann fährt er hier hoch. Schauen wir, ob der da irgendwie irgendwann mal positiv wird oder ob der irgendwas mal jetzt erstellt. 36. Ist der Stand im Grunde unnötig, weil die Stadt so klein ist. Hm. Ah, die Stadt wächst und wächst. Das ist ja eigentlich schon mal gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.